Servus ihr Lieben, Patrick hier und in diesem Video erzähle ich dir meine ganz persönliche Geschichte. Viel Spaß damit. Ich freue mich, dass du wieder hier bist und ich wurde in letzter Zeit mehrmals gefragt, Patrick, das, was du machst, das ist ja so ein bisschen outside the box. Hast du das gelernt? Wieso machst du das, was du machst? Was machst du genau und wie bist du da hingekommen? Und dieses Video liegt mir besonders am Herzen, denn das ist im Prinzip, diese Erfahrungsstufen sind all das, was die heutigen Inhalte ausmachen. Und ich möchte euch in diesem Video erzählen, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, die Dinge so zu sehen, wie ich sie heute mittlerweile sehe. Der Grund dafür ist relativ einfach. Ne, ist es nicht. Denn ihr seid zu tief. Ich mache euch jetzt hoch. So, wichtig ist übrigens immer, warum stelle ich euch hoch? Damit wir auf Augenhöhe sind, denn ich möchte nicht zu euch herabreden. So, back to topic. Ich möchte mit euch meine Gedanken teilen. Und vor einigen Jahren, als ich angefangen habe zu lesen, hat sich relativ schnell herausgestellt, desto breiter ich gelesen habe, am Anfang war es nur Psychologie, da habe ich nur psychologischen Input bekommen, dann war es Philosophie, da hatte ich nur philosophischen Input. Aber je mehr ich mich geöffnet habe, desto mehr habe ich die verschiedenen Bereiche des Lebens für mich erkennen können. Und ich habe für mich festgestellt, dass das Leben besteht aus 4 Säulen. Die Amis sagen, Love, Wealth, Health, Happiness. Bei uns ist es so, ich sage Gesundheit, denn wer gesund ist, hat viele Wünsche. Wer krank ist, nur einen einzigen. Das nächste ist Liebe. Sowohl partnerschaftlich als auch freundschaftlich und familiär. Liebe ist etwas, es ist eine der stärksten Kräfte, die es gibt. Jeder kennt es. Es ist für jeden ganz individuell irgendwie ein Thema. Und das ist die 2. Säule im Leben neben Gesundheit. Die 3. Säule ist Beruf bzw. Berufung, Karriere. All das ist etwas, womit wir 20-35% mindestens unseres Lebens uns beschäftigen. Das ist das, was wir verkörpern, wo wir uns tiefer und tiefer in das Thema reinarbeiten, das wir uns einst ausgesucht haben. Und selbstverständlich stellt der Beruf oder die Karriere deshalb eine Säule für sich dar, und zwar die 3. Und die 4. Säule, da scheiden sich ein bisschen die Geister. Manche nennen sie Identität, andere Spiritualität, wieder andere Glauben oder ganz allgemein glücklich sein. Das heißt, wir haben also 4 Säulen im Leben. Gesundheit, Liebe, Karriere und, ich sag mal, glücklich sein. Und es ist interessant zu beobachten, dass diese 4 Säulen einander bedingen. Das heißt, wenn die Gesundheit beispielsweise von jetzt auf gleich komplett bergab geht, ist es relativ wahrscheinlich, dass das auch die Säule der Karriere und eventuell auch die Säule der Liebe irgendwie beeinflussen wird. Wenn die Liebe von heute auf morgen komplett den Bach runtergeht, dann ist es ganz oft in der Praxis so, dass das auch irgendwie den beruflichen Rahmen etwas verändern mag oder zumindest die Säule des Glücks ganz oft. Ich dachte mir also in Bezug auf mein Leben, ich möchte das meiste aus dem Leben rausholen. Ich will das meiste vom Leben haben. Also dachte ich mir, Patrick, geh die 4 Säulen nacheinander an. Und ich begann mit der Säule der Liebe. Denn Liebe war für mich ein Thema, was lange Jahre in meinem Leben viel zu kurz kam, was ich enorm ausbauen wollte und wo ich auch einfach über mich hinauswachsen wollte, weil das für mich persönlich, sowohl das Körperliche als auch das Emotionale, einen unglaublichen Stellenwert hat. Also fing ich an, ohne Ende darüber zu lesen. Ich erkannte, dass es verschiedene Ebenen gibt, auf denen man sich entwickeln kann. Und ich habe angefangen mit Pickup, ich wurde Flirtcoach, ich habe das Ganze bis in Exodus ausgereizt. Ich habe 2.000 bis 3.000 Frauen, glaube ich, angesprochen und ohne Ende Referenzerfahrungen gesammelt, Wissen gesammelt, mich ausgetauscht und so weiter und wurde letztlich so, wie ich werden wollte im Umgang mit dem anderen Geschlecht. Und ich
hatte auf einmal Erfolg beim anderen Geschlecht, aber ich merkte, der Bereich, die Säule hat sich verbessert, aber ich dachte eigentlich, dass es mir dann allgemein besser geht, aber ich hatte mehr Frauen, aber ich war nicht mehr glücklich. Dann dachte ich mir, gut, vielleicht ist Gesundheit, Fitness so die Säule, womit alles steht und fällt. Denn es ist natürlich die größte und ich habe 110 Kilo gewogen. Ich war extremst übergewichtig. Ich hatte Dehnungsstreifen auf dem Bauch. Ich habe sehr viel geraucht und so weiter und ich dachte, das ist ein großer Punkt. Ich meine, das ist, die Seele wohnt in deinem Körper. Es ist doch logisch, dass wenn es deinem Körper besser geht, eventuell auch deiner Seele. Und ich habe 40 Kilo abgenommen. Ich werde hier vorher, nachher Bilder einblenden für die, die es noch nicht gesehen haben. Mir ist das jetzt nicht mehr so wichtig. Ich habe mit dem Rauchen aufgehört. Ich habe mit Fitness angefangen. Ich habe Muskeln aufgebaut und hatte dieses Ergebnis, was ich immer haben wollte. Ich hatte den Sixpack. Ich hatte den Traumkörper. Und bin natürlich immer noch super zufrieden. Aber auch das, versteh mich nicht falsch, es ist super, Lob zu bekommen. Es fühlt sich gut an, wenn andere Leute einem Komplimente machen. Es ist toll, wenn man Aufmerksamkeit bekommt. Aber all das gibt dir immer noch nicht das, was du wahrhaftig suchst. Zumindest hat es mir nicht das gegeben, was ich wahrhaftig gesucht habe. Denn ich glaube, uns Menschen im Allgemeinen verbindet ein und dieselbe Sache. Alle Menschen. Unabhängig von Finanzen, Religion, Herkunft und so weiter. Und das ist der Wunsch nach anhaltender, dauerhafter, unabhängiger Erfüllung. Wir wollen langfristig und wir wollen dauerhaft glücklich sein. Wenn wir aber nur glücklich sind, wenn wir viele Frauen haben oder den Traumkörper, dann sind wir nicht aus uns heraus glücklich, sondern wir sind abhängig. Wenn wir keine Frauen mehr bekommen, weil wir werden impotent, irgendwas passiert oder keine Ahnung was, wir arbeiten viel, sind wir nicht mehr glücklich. Ne, mit dem Traumkörper dasselbe. Was ist mit dem Leistungssportler, wenn er ein paar Tage nicht zum Sport gehen kann? Unglücklich. Das heißt, du profitierst nicht mega dadurch, wenn dein Glück abhängig ist von Sachen im Außen. Egal ob von Frauen, von dem Traumkörper oder von der Million, von Geld. Und das ist die dritte Säule. Und ich hatte vor einigen Jahren dann mit meinem besten Freund ein Unternehmen gegründet. Wir haben da angefangen und so weiter. Und Hand aufs Herz, ich bin noch kein Millionär. Aber ich muss auch kein Professor sein dafür, um zu erkennen, dass nach der Liebe, nach dem Kennenlernen und nach dem Besserwerden beim anderen Geschlecht, nach dem Bekommen des Traumkörpers, nachdem ich aufgehört habe zu rauchen und mich gesund zu ernähren, dass auch die erste Million oder Geld mir nicht das Gefühl geben wird, was ich letztlich nur in mir finden kann. Denn nachdem ich also erfolgreich wurde bei Frauen, nachdem ich den Traum, den Körper bekommen habe, den ich immer wollte, und nachdem ich beruflich erfolgreicher wurde, habe ich gemerkt, alles toll und ich komme mit Mindsets, mit Glaubenssätzen, mit dem richtigen Paradigma, kann ich erfolgreich werden auf aller dieser drei Säulen. Ich kann mich zur ersten Million programmieren, zum Traumkörper programmieren und ich kann mich zum Menschenmagneten programmieren. Aber trotzdem kann es sein, dass ich nicht glücklich bin. Was hätte ich davon, wenn ich bei den drei Säulen alles habe und immer noch nicht glücklich bin? Wie viele Menschen gibt es da draußen, die scheinbar alles haben, aber unglücklich sind, Depressionen haben? Die ohne Ende Frauen haben, ohne Ende Geld haben, einen tollen Körper haben und unglücklich sind, Depressionen haben oder traurig sind den ganzen Tag. Wie erstrebenswert ist das? Und bitte, versteht mich nicht falsch, ich möchte hier keine Kausalität herstellen zum Reichtum. Geld, Frauen und der Traumkörper, das ist nicht schlecht. Es ist auch nicht böse. Es ist auch nichts falsch mit euch, wenn ihr das haben wollt. Das Einzige, was ich an dieser Stelle sagen will, ist, es herrscht keine Kausalität zum Glücklichsein. Es wird dir nicht das geben, was du eigentlich suchst. Es ist toll, es ist nice to have, eventuell macht es das Leben einfacher oder leichter, aber es wird dich nicht erfüllen. Also habe ich die letzten Jahre meines Lebens komplett darauf gewidmet, zu erforschen, wie die vierte Säule funktioniert. Wie funktioniert Glück? Wie funktioniert Zufriedenheit? Und zwar dauerhaft, langfristig und unabhängig. Wie findet man denn das, was man in jedem Sprichwort liest?
Wahres Glück kannst du nur in dir finden. Du musst in dich schauen, wenn du die Erfüllung finden willst. Wahres Glück findest du nur in dir selbst. Warum hören wir die ganze Zeit die Sätze und wie finden wir es denn letztlich in uns? Darum habe ich mich die letzten Jahre bemüht, das herauszufinden. Und ich meine, eine Antwort gefunden zu haben. Und diese Antwort, und das ist das Interessante, denn ich musste lange dafür suchen, deckt sich interessanterweise mit den Kernaussagen aus allen Richtungen. Aus der Spiritualität, aus der Esoterik, aus der Religion, aus dem Christentum, aus dem Buddhismus, aus dem Hinduismus, aus allen Sachen. Es ist eine Essenz, eine Lehre, die all das ausmacht. Und während du bei den ersten drei Säulen, bei Gesundheit, bei Liebe und auch beim Traumkörper, dem Traumkörper, bei Liebe und auch in deinem Beruf, über Mindsets oder Glaubenssätze dich so programmieren kannst, um das zu bekommen, funktioniert die vierte Säule komplett anders. Und ich habe irgendwann festgestellt, dass ich mein Leben nicht auf den drei Säulen belassen will. Denn so viele Menschen arbeiten hart bis zu ihrem Tod, um möglichst viel Geld anzusammeln, nur um dann festzustellen, dass sie arm sterben werden. So viele Menschen reißen sich ihr Leben lang den Arsch auf, um sportliche Höchstleistungen zu erzielen, um dann irgendwann festzustellen im Alter, dass es sie mehr kaputt gemacht hat, als dass es ihnen etwas gegeben hat. Weil sie was für ihr Ego erreichen wollten, haben sie sich sportlich zu solchen Höchstleistungen gedrängt, dass sie körperlich oftmals nicht mehr fit sind. Aber auch im Bereich der Liebe. Manche haben dann so viel Sex, dass sie nicht mehr in der Lage sind, bei irgendeinem Menschen wirklich anzukommen. Was ich machen möchte, ich möchte euch ein Bewusstsein schaffen für den direkten Weg zum Glück. Vergesst all diese Mindsets-Inhalte, vergesst all das, denn bei der vierten Area, bei der vierten Säule, werdet ihr mit denen, wo ihr auf der menschlichen, irdischen Ebene Erfolg mit haben werdet, auf der spirituellen Ebene, wenn es ums Glücklichsein geht, keinen Erfolg haben. Wie wird man glücklich? Wie wird man erfüllt? Wie lebt man im Paradies? Wie lässt man abfallen von Sorgen, Problemen, Nöten und Ängsten? Und darum soll es hier gehen auf meinem Kanal. Ich hoffe, die kurze Einleitung und die kurze Erklärung dahingehend hat euch gefallen. Ihr seid gespannt und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und bitte schreib mir mal in die Kommentare, was deine Erfahrungen damit sind. Eventuell siehst du das ja auch komplett anders, lass es mich wissen. Dir noch einen schönen Tag, bis dahin, adios.